So, willkommen zurück zu FIFA 22. Ich habe jetzt, glaube ich, eine Pause von 30 Minuten gemacht. Mal schon, mal schon, mal schon. Und wir müssen natürlich uns auf die Seite von Darmstadt schlagen. Auch wenn es unbequem werden könnte. So, das Ganze in Prag, dieses Mal natürlich. Und das Hinspiel hier in Darmstadt und es steht 3 zu 1 bisher für Sparta Prag. Muss ein bisschen ruhig sein, weil nebenan sind Leute. Könnte also sein, dass ich nicht so viel kommentiere, bis auf Tore für Darmstadt, dann werde ich natürlich ausrasten. Wir haben natürlich geführt im Hinspiel. Für kurze Zeit. Und das war es dann auch schon wieder. Danach war es eine Oberkatastrophe. Das war, glaube ich, die einzige Niederlage, die wir hinnehmen mussten in der gesamten K.O.-Phase bisher. Und das war ja nichts. So, aber jetzt komm auf. Ja. Und, ach. Ja, ich fürchte, da fehlt uns einfach die Qualität, um uns gegen so eine Mannschaft durchzusetzen. Gut, hätte man auch schon bei ZSKA Moskau sagen können, als wir mit Wrexham bestanden haben. Dann kommt wenigstens, wobei es ist ja keine Kommen-Mannschaft. Wie gesagt, wir haben sicher. Fünf Mannschaften im Viertelfinale. Was sehr erstaunlich ist. Ja, unser Torwart ist bisher der beste Mann auf dem Platz. Das dürfte wenig verwundern. Abseits, um Gottes Willen. Jetzt muss ich mich sogar noch am Kopf kratzen. Das geht ja nicht. So, was machen wir jetzt? Wir machen das hier. Ach, das geht nicht, oder? Ne, das geht nicht. Nee. Doi, 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 doi. Das geht ja nicht. Ist es eigentlich Berliner Schnauze, was ich da gerade gesagt habe? Immer wieder, wenn man so ein J von Wort packt wie ja nicht oder genug. Okay, das klang jetzt eher nach Holländisch. Oder Niederländisch, eher gesagt. Vorsicht, wow. Meine, allzu drückend ist es auch nicht, was Prag jetzt hier spielt. Aber sie haben wenigstens Torchancen, entgegen unserer. Die Jungs sind blau-weiß oder weiß-blau, eher gesagt. Patch. Zumindest für diese Halbzeit.
Haben wir noch 45 Minuten Zeit für zwei Tore. Ha, super. Oh nein, nein. Ach, gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir gar nicht. Das sieht alles in allem noch schlechter aus als schon zuvor. Irgendwie laufen jetzt gerade unsere Spieler nicht mehr richtig. Das gefällt mir auch nicht. Mir gefällt so einiges gerade nicht. Aber das hat sich auch schon angedeutet über die letzten Spiele. Ja, und es wird immer deutlicher, dass Darmstadt einfach im Viertelfinale nichts verloren hat. Pfeiffer, was ist mit dir los? Weißt du es nicht? Oder was ist los? Irgendwie laufen sie gerade alle ein bisschen langsamer. Immerhin ein Abschluss. Da kommt Leute, so geschlagen geben wir uns noch nicht. Okay, da liegt ein Spieler. Wow! Nicht von schlechten Eltern das Ganze. Ich habe zwar immer noch so meine Zweifel, dass wir es schaffen werden, aber vielleicht noch den Ausgleich. So, dann muss natürlich ausgewechselt werden. So, 2-1. Noch 18 Minuten für 3 Tore. Ja, ich zweifle mal, dass das klappt. Aber wenigstens schießen wir in jedem Spiel ein Tor. Ist es euch eigentlich schon aufgefallen? Komm, jetzt lauf mal. Oder auch nicht. Ja. Sehr gut. Aber wenn der einfach nicht zu stark oder nicht zu clever von mir eher gesagt, muss ja auch selbst Fehler anerkennen, kann ich nicht nur immer nur den Männlein hier, diese Nullen und Einsen, die da auf dem Bildschirm gezaubert worden sind, immer die Schuld geben. Ja, das war's. Wir verabschieden uns von Darmstadt und gratulieren Sparta Prag zum Einzug ins Viertelfinale, die wir ja auch spielen.
Ja, ich habe immer so eine Hintertür, nicht wahr? Da konnte ich jetzt wirklich mal eine Hintertür nutzen. Ähnlich sieht es auch aus beim wahrscheinlich nächsten Spiel, oder? Nee, jetzt müssen wir erstmal hier das 3-2 über die Bühne bringen mit Eupen. Bis zum nächsten Mal, ciao. Halte die Unstaffel und denkt daran, Freundschaft ist Magie.